Anton Lichtensteiner mit Sigi Hassler, Norbert Kind, Peter Biedermann, Elmar Österle und Alexander Ostfeld. Und das sind die Champions, die fünf vom Theater der Altstadt. Ingrid Schiessel, Uschi von Bernhut, Petra Mehlig, Erika Pessler und Dorothee Rand. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist der Mann, der beiden Teams die Daumen drückt. Hier ist Werner! Hallo, herzlich willkommen. Aber das Wochenende war prima. Bei mir war es so. Ein Brief ist gekommen, muss ich sagen. Unser erstes Team, was 100.000 Mark gewonnen hat, die Rabulisten mit Onkel Gerrit. La Buxio schreibt da, wir können uns gar nicht mehr retten, voller Glückwünsche, Telegramme. Und wir haben überhaupt keine Probleme, Anschluss zu finden. Ich sage ja, Heiratsschmiede ruckzuck. Die ersten haben sich schon miteinander verbunden, die ersten Scheidungen, das erste ist in die Hose gegangen. All das gab es ja hier schon. Und nebenbei noch so einen kleinen Effekt, ne? Man kann Geld gewinnen, ne? Wie die bewiesen haben, reichlich. Einmal ins Finale kommen, noch einmal. 4.800 Mark. Schafft man das sechsmal, gewinnt, sind es sagenhafte 100.000 Mark. Und darum spielen heute zum zweiten Mal dabei als Herausforderer unsere Freunde aus Liechtenstein und zum vierten Mal dabei unsere Champions. Sind ja immer so schüchtern, deswegen haben sie auch immer so wenig zu verdienen, 1.100 Mark. Sind bescheiden. Sind bescheiden. Ja. Aha, ihr wart ja bisher ganz bescheiden. Stellt euch erstmal vor. Ja, ich bin der Sigi und mein Großkelter Sonja und meine vier Kinder. Ja, und ich bin der Norbert und ich grüße meine Frau Sonja und meine beiden Töchter Tanja und Janet. Ich heiße Peter und ich grüße das erste Mal alle, die daheim. Hoi miteinander. Und ich bin der Elmar und grüße meine drei Katzen daheim und denke, dass sie heute Abend uns dumm drucken. Ja, und ich bin der Alexander und bin jetzt fromm geworden. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja auch eine schwierige Geschichte mit eurem Liechtensteiner Dialekt. Böse Zunge, das ist eine Halskrankheit, aber ist auch ein bisschen, ist auch nicht so ganz einfach, ne? Nein, ist nicht einfach. Du, übrigens, das mit der Steuern war denn ein Witz, gell? Es sind also auch 12%. Er hat schon Tschüss, dass er zu, dass er mehr zahlen muss, ja? Ja, natürlich. Ja, ja. Bei vier Kindern hat man doch eh Steuerfreiheit, oder? Ich sag nichts mehr. Ah, du sagst nichts mehr. Gut, dann sag mir was zu den vier Kindern. Wie alt sind die? 13, 11, 10 und 4. Ah ja. Oh, das ist ein komischer Orgelfall. Ja, gut. Ich wollte schon noch was sagen. Alles, was ich jetzt machen müsst, ist den Außerweltbegriff beschreiben. Bis der Nächste in der Welt und der Nächste und so weiter und so fort. Jetzt kann es nur sein, dass der Beschreiben ein wichtiges Wort wiederholt. Was passiert dann? Ah, jawohl, dann greift mein Freund ein. Dann muss man Punktestand anhalten. Das kennt ihr. Keine Gesten, keine Geräusche, keine Beschreibung in der Fremdsprache, Dialekt. Boah, Kopfhörer auf. Komm, Sigi. Schnelle Leute, die Liechtensteiner. Wenn man ein bisschen Zeit lässt, klar, welchen Begriff nimmst du? Er nimmt den Begriff Indianer, ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Rothaut. Indianer. Ein Punkt. Cheyenne. Indianer. Ja. Zwei Punkte. Sioux ist ein. Indianer. Drei Punkte. Eine Feder im Haar. Indianer. Ja! Hey, hey, hey. 1, 2, 3, 4 Punkte für die Herausforderer. Kann er ja gar nicht mehr erschüttern, die starten ja immer so, ne? Startet ihr auch mal, stellt euch vor. Ich bin die Ingrid und grüße meinen Mann und meinen kleinen Sohn. Und ich bin die Uschi und ich grüße meinen Mann, der immer uns so tapfer die Daumen drückt. Und ich bin die Petra, grüße meine Kollegen und Freunde zu Hause. Und ich finde Erika und ich finde 1.000 Mark ist auch Geld. Und ich bin die Dorothee und ich grüße unseren Fanclub aus Nürnberg. Ja, so groß war die Reaktion auch nicht. Aber gut, vom Club sind wir auch nichts anderes gewöhnt. Die haben auch nicht mehr so große Reaktionen. Gehst du eigentlich zum Fußball? Nein. Na, dein Mann? Ab und zu. Ab und zu? Ja. Kind ist wie alt? 2 wird er. 2? Mhm. Ah ja. Sag mal, eigentlich ist ja Clark Gable der Mann deiner Träume. Ja. Mach nochmal, wie hast du gemacht? Mach nochmal, als Schauspielerin muss man es wiederholen. Ich konnte es nicht mehr. Also, noch einmal, Clark Gable.
Ja. Ah, toll. So, möglichst einfache Hinweise am Anfang. Keine Gesten, keine Geräusche. Und auch für euch gilt, wenn der Beschreibende, die beschreiben ein wichtiges Wort, wiederholt, müssen wir stoppen. Alles andere kennt ihr. Keine Beschreibung, Fremdsprache, Dialekt, Kopfhörer. Auf! So, ein Begriff bleibt übrig. Guckt mich so, ich bin nicht klargebe. Na. Dein Begriff heißt nun Haar. 40 Sekunden Zeit. Rock, zack. Du hast es auf dem Kopf. Haare. Eins, zwei, gut. Haar. Ja. Es schmückt dein oberstes Haar. Ja. Zwei Punkte. Oh. Nicht Perücke. Haar. Ja, drei Punkte. Du hast dunkles Haar. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier Punkte. Nach einer Runde. Vier Punkte für die Herausforderer, vier für die Champions. All das kennen wir, die starten ja immer stark. Tschüss, Ingrid. Uschi, mit euch mache ich weiter bei Gleichstand und so weiter. Was macht der VW Käfer? Oh ja, der fährt. Fährst du den oder der Gatte? Ja, wenn ich darf, fahre ich ihn. Ach so. Sonst, meistens fährt er ihn. Und da liegt dein Mann auch dem Vorurteil, die Gattin wäre nicht so eine gute Autofahrerin? Nein, überhaupt nicht. Er vertraut sich mir also vollkommen. Immer ein. Sonntags, oder wann darfst du fahren? Ja, sonntags geöffnet. Sehr interessant. Kopfhörer auf. Bei uns ist immer geöffnet. Durchgehend. Welchen Begriff nimmst du? Selbst den Begriff Bauer. Ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Landwirtschaft. Bauernhof. Asterisk. Land. Nein, Asterisk. Bauer. Ja, also. Du hast mich immer. Bestellt das Feld. Bauer. Zwei Punkte. Agrarökonom. Landwirt Bauer. Letztes. Bauer. Drei Punkte. Die Hühner leben auf dem Punkt, Punkt. Bauernhof. Bauern. Erste. Bauer. Ja, ja, Merzer geht auch. Eins, zwei, drei, vier Punkte dazu. Ciao, Sigi. Also mittlerweile habe ich mir sagen lassen, Agrarökonom ist quasi eine Bezeichnung, also ist kein Fremdwort, so heißt der Beruf. Genau wie eine Hauswirtschaftsgehilfin in Deutschland mittlerweile Ökotrophologin heißt. Oh. Habe ich nicht gewusst. Hast du nicht gewusst? Na. Habt ihr auch so schöne Titel, außer Fürst zu Liechtenstein? Nein, eigentlich weniger Doktor. Eigentlich weniger die Titel. Ja. Ingenieur, Doktor gibt es und so. So, Herr Professor, so wie in Österreich? Ja, weniger. Weniger. Ja. Ihr seid bescheidene ja, Leute. Ja, richtig, ja. Kleines Land, bescheidene ja, bescheiden, Leute. Ja, so sehen wir aus, oder? Ja. Bist du ein sportlicher Typ? Ja, ein bisschen Fußball spielen. Bisschen Fußball spielen? Ja, ja. Liechtenstein spielt wo? Schweiz, Österreich? Ja, bei der Ostschweiz, ja. Bei der Schweiz, ja. Bei der Ostschweiz. Ja. Gut, ja. Kopf hier rauf. So, dein Begriff heißt nun, Dinger richtig auf, ja. Glück. Gesehen? Ja. 40 Sekunden Zeit, Ruck, zuck. Zum Gewinnen brauchen wir Glück. Ja. Ein Punkt. Das Punkt, Punkt Schwein. Meerschwein. Ein, Schornsteinfeger bringt. Glück. Ja. Ja. Zwei Punkte. Wenn wir 100.000 Mark gewinnen, haben wir. Gewinnen. Hatten wir schon. Was ist zu gewinnen? Glück suchten wir. Ein, zwei Punkte dazu. Jawohl, nach zwei Runden. Sechs Punkte für die Herausforderer. Acht gar für die Champions. Und schon geht's weiter mit dir, Werner. Danke, Jochen. Sechs Punkte Herausforderer, 80 Champions. Schau, Norbert, mit euch mal weiter. Instruktor bist du. Mhm. Was ist das? Ja, ich bilde aus. Also Ausbilder von Erwachsenen in unserer Firma. Das ist eine Firma, ohne Namen zu nennen. Was ja, für eine Firma? Aber ich bilde jetzt speziell, ich bin Ausbildungsleiter für Vakuumtechnik. Vakuumtechnik? Ja, also das ist dann, wenn man ein Loch im Kopf hat. So, so ähnlich, ja. Ich habe es im Kopf, aber ich kann es nicht sagen, ja. Ja, so ungefähr, ja. Und drei Knaben, drei Mädels? Ich habe zwei Söhne und eine Tochter. Und sollen die auch in deine Fußstapfen treten, in irgendeiner Form? Ja, also vielleicht der Ältere, ja. Ja, mehr Vakuum, weniger Vakuum. Ja, ja. Guck, er lacht doch, sonst so schüchtern. Kopf hör mal auf. Lichtensteiner war mir ja jetzt in Erinnerung als bescheidene Menschen. Ja, ich kann ja in dem Fall lange über nichts reden, über Vakuum. Ja, und den Steuern wäre ich auch bescheiden. Den Begriff nimmst du? Tipp drauf, ruck, zock. Halt, er nimmt den Begriff Dieb. Jeden anderen. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zock. Das Gegenteil von Polizist. Gendarm. Gegenteil. Er sucht, Polizist sucht den. Ah, den Dieb. Ja. Ein Punkt. Wenn du irgendwas stiehlst, bist du ein. Ja. Zwei Punkte.
Tier, Mensch, wenn ich Pflanze. Etwas entwende, wo ich nicht darf. Dieb. Ja. Drei Punkte. Ja, er schleicht zu Hause bei mir. Nachts. Der Fuchs. Ja, menschliche Gestalt. Ein Dieb. Ah, ja. Dieb. Eins, zwei, drei Punkte für die Herausforderer. Dazu. Ein Punkt. Ich komme zu euch, Hausi. Zu Petra. Die ja noch nicht verheiratet ist. Nein, noch nicht. Gute Gründe? Ja, ich lasse mir Zeit, ich wähle aus, ne? Muss man schon. Ja, wie sieht denn der Mann deiner Träume aus, wenn du es so jetzt beschreiben würdest in zwei Sätzen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, Werner, fast wie du. Fast. Du brauchst keine Angst bekommen. Was fehlt an dem Fast? Das erzähle ich dir dann hinterher, ja? Nicht so in aller Öffentlichkeit. Muss ich groß werden, oder? Nee, das glaube ich nicht. Charmante Anträge das hier. Das verraten wir nicht. Kopfhörer auf. Oh. Ich muss gerade noch mal ins Spiegel gucken, was da fehlt am Fass. Dein Begriff heißt nun Adler. 40 Sekunden Zeit, Ruck, zuck. Größter Vogel. Oh, du lieber Himmel, Adler. Adler. Weite Schwingen, hoch oben. Vogel? Ja, ein Die Vögel, der Kreis, der Adler? Ja. Zwei Punkte. Frisst Mäuse, der Katze. große. Ja, größter Vogel hat nur. Wir suchten den Adler. Ein, zwei Punkte dazu, 10 Pünktchen. Nach drei Runden, 9 Punkte für die Herausforderer, 10 für die Champions. Machen wir läuft weiter, schau Peter. Mit dem Elmer. Ja, hier. Der Österreicher ist. Ja, richtig. Und ich denke, es ist so schwierig, die Staatsbürgerschaft zu bekommen in Liechtenstein. Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Aber als kommt drauf an, wie lange man schon dort ist. Oder? Wie lange bist du schon dort? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre. 11 Jahre. Bist du auch so sportlich, so wie die großen Namen Liechtenstein fahren mir an? Hanni Wenzel, Andi Wenzel, Frommelt, also alles so Skifahrer, oder? Nein. Du nicht? Nein, ich habe selber eine Folterkammer. Eine Folterkammer? Ja, sagt man bei uns. Bodybuilding? Ja, so eine Art, ja. Ja, ein bisschen was, oder? Ein bisschen was geht immer. Ja, ein bisschen mehr als ich auf jeden Fall. Jede richtige Antwort ergibt nun 3 Punkte. Ja, macht einfach ein paar Punkte. Kopfhörer auf. Folterkammer. So, welchen Begriff nimmst du? Ruck, zuck. Halt, er nimmt den Begriff Filter. Ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, Ruck, zuck. An jeder Zigarette ist ein Stumpen. Ja, das was du im Mund nimmst. Filter. Ja, einmal richtig. Ich punkt den Kaffee. Ich trinke. Wo geht der durch, der Kaffee? Kehle. Nein. Mund. Zuerst. Das Wasser geht mit dem Filter. Ja. Zweimal richtig. Ein Absonderungsprodukt. Eiter. Absonderung, denk. Etwas. Filter suchen wir. Zweimal 3 Punkte dazu, sind 15 Punkte. So, ciao, Erika. Erika sucht wieder alles. Erika, 2 richtige Antworten bräuchtet ihr, ne? Das müsste man doch eigentlich schaffen. Ne? Reden wir mal über eine andere Rolle in deinem Leben. Du bist ja auch verheiratet. Ja. Mutter von 2 Kindern. 3 Kindern. Groß, klein? Hm? Oh ja, die sind schon groß. 26, 24, 23. 26, 23. Und spielen auch so Theater? Nein, das sind Musiker. Alles Musiker? Ja. Ah ja. Pass auf, ich werde euch jetzt nicht in irgendeinen Marsch blasen. Mhm. 2 richtige Antworten, seid ihr erneut im Finale. Kopfhörer auf! So, ein Begriffchen bleibt über, Erika. Der heißt da geizig. Geizig. Aha. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Das Gegenteil von großzügig. Geizig. Ja. Einmal richtig. Ja. Über England liegt. Smog. Liegt, nein. Nebel. Land über England ist. Schottland. Ja, die sind.
Die sind ja. Was sind sie? Spendier nix, sind's. Geizig! Das reicht! Das ist wiederum im Finale. Bigei und 4.800 Mark. Freunde, bevor ich mich verabschiede, habe ich ein Geschenk für euch. Und für die fünf Lichtensteiner Goldfieber, ein Erinnerungsspiel aus dem Hause Parker. Beskap, grüßt meine Freundin Lichtenstein. Servus, alles Gute. Irgendwann komme ich vorbei. Das ist auch sehr schön. Von wegen der Steuern. So, die Damen. Hopp, kommt hier wohl. Hopp, 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 hopp. Nach vorne. So, dritte Mal jetzt im Finale. Mal sehen, was ihr heute gewinnt. Das sehen wir nach dieser Zuspielung. Und wir machen weiter bei Ruckzuck. Ja, ruckzuck, obwohl wir ruckzuckmäßig noch nicht viel Geld verdient haben, die Petra. Das kommt schon noch. Das kommt noch. Ja, wir fangen ganz langsam an. Ja, dritte Mal sind Sie jetzt dabei. Insgesamt haben Sie jetzt, Petra? Nur 1100 Mark immerhin. 1100 ja. Mark. Jetzt kommen noch 4800 Mark, so theoretisch genau. Dazu. Und dann noch dreimal hier stehen. Nur noch dreimal. Dann gewinnen. Das bedeutet 100.000 Mark. Ruckzuck an die Kopfhörer. Ist ja noch alles möglich, ne? Ja, eben. Wir machen jetzt in der letzten Runde. Ja. Ich glaube, bei deinem Optimismus scheint das zu klappen. Ne? Sollen wir ein bisschen ein paar logische Wörter einfallen? Ne? Probieren wir es mal. Gut, erster Begriff heißt nun, Kopfhörer sind auf, Fahrschule. Also, in der Fahrschule, du gehst in die Fahrschule, um Führerschein zu machen. Ja, Führerschein. Es gibt einen Lehrer. Einen Lehrer. Du fährst, du lernst das Fahren auf, das Fahren eines Autos, Auto also. Du fährst im Auto. Auto, ja. Und du, ja. Eins fehlt noch. Ja, eins fehlt noch. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, ich glaube, Prüfung. Du machst eine Prüfung. Das ist richtig. Gut, ne? Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. So, denkt an euren Piepser. Denkt daran, dass jeder nur 5 Sekunden Zeit hat. Und alles, was danach gesagt wird, Ingrid, gilt nicht mehr. 100 Mark gibt es für jedes geratene Wort jetzt in der ersten Runde. Und euer erster Begriff heißt nun Fahrschule. 20 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Führerschein, Prüfung, Fahrlehrer, Fahrschüler, Schülerinnen, Schüler, Prüfungsfragen, Antworten, durchgefallen, Fahrlehrer, Auto. Antwort, Bogen, einzahlen, Geld einzahlen, fahren, Übungsstunde. Motorrad. Ihr wart zu nah dran. In der Fahrschule ist das Wörtchen Fahr. Wir suchen nur das Wörtchen Lehrer und nicht Fahrlehrer. Oh, 300 Mark in der ersten Runde. Jetzt gibt es 200 Mark für jedes gerade Wort. Ruckzuck an die Kopfhörer. Da zittert man mit, ne? Wegen so einem blöden Wörtchen. Ja. Und Sie müssten ja wissen, ich ist ja schon in der Fahrschule drin, darf gar nicht gesagt werden. Aber die Nervosität. So, zweite Begriff. Oh, ehrlich, Tiere. Tiere? Ja. Tiere. Gut. Ja, so. Also. Elefanten. Elefanten. Löwen. Löwen. Hunde, Katzen. Hunde, Katzen. Hunde, ja. Katzen. Genauso muss es kommen. Einzahl, Mehrzahl ist alles jetzt nicht mehr egal. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. 200 Mark gibt es für jedes geratene Wort. Denkt nach 5 Sekunden an euren Piepser. So, und euer Begriff heißt nun Tiere. 20 Tiere. 20 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Lebewesen, Elefanten, Hunde, Katzen, Affen. Pferde, Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Meerschweinchen, Lebewesen. Hase, Pferd, Kuh, Ochse, Schwein, Wild, Reh, Hirsch. Giraffe, Elefant, Löwe, Ziege. Löwen suchten wir und nicht Löwe. Oh, ja, so ist es halt. Ja. Dreimal 200 Mark dazu. Ich weiß, auch wenn man schon die ersten klatschen, aber ihr wisst ja nach den Regeln, jetzt muss es genau kommen, ihr wisst es, Einzahl oder Mehrzahl ist nicht mehr egal. So, aber 900 Mark habt ihr sicher. Und den Betrag werden wir jetzt vervierfachen. Das heißt, jetzt habt ihr die Chance, aber richtig 3.600 Mark zu gewinnen. Nur jetzt müsst ihr alle 4 Wörter nennen. Ihr wisst, ihr müsst. Toi, toi, toi. Ruckzuck an die Kopfhörer. Ah, da wart ihr ein bisschen zu schnell, ne? Ja. Es tut mir ja leid. Sie leidet am meisten, wenn sie das hören. Dein Begriff heißt nun
Ludwig. Ich fahre in den Urlaub. In die Karibik. Na, mach doch. Ans Meer. Ans Meer. Urlaub, Meer. Ich habe Sonne und ich lege mich an den Strand. Das ist alles so. Ja? Gut. Ist gut, meinst du? Musik aus, ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. So, es geht um die Kleinigkeit von 3.600 Mark. Ihr müsst aber jetzt alle vier Wörter nennen. Das ist ein sehr schwieriges Wort, deswegen konzentriert euch. Euch hilft jetzt keiner mehr. Keiner sagt was. Jeder hat 5 Sekunden Zeit bis zum Piepser. Euer Begriff heißt nun Karibik. 20 Sekunden Zeit, ruckzuck. Sonne, Meer, Wasser, Urlaub, Ferien, Sand, Wolken. Strand, Braut. Ja, das war's schon. Oh. Jetzt freuen Sie sich. Jenny hat zwar hingehauen beim dritten Mal. 3.600 Mark haben Sie gewonnen. Wo bleibt ihr? Kommt zu mir. Oh. Insgesamt damit 4.700 Mark. Und wir sehen Sie morgen noch mal wieder. Tschüss, Servus.